verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bundesliga-Vorhersagen mit Christian Custodian und Radek Vegas. 30. Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür. Den 29. Spieltag in unserem internen Tippduell hast du mit sehr großem Abstand gewonnen. 5,45 Einheiten im Plus. Das ist ja mal ungefähr, ja, eine ganz schöne Hausnummer. Ich mit meiner Unentschieden-Taktik nicht so gut gefahren. Waren einige Spiele dabei, da stand es spitz auf Knopf. Da hätte auch ein Unentschieden gehen können, aber hätte, wenn. Aber scheißegal, gratuliere damit 3:3 in unserem internen Duell. Und schauen wir gleich, was der 30. Spieltag parat hält. Aber ich möchte noch eine Lanze vorher für dich brechen. High risk, no income. Also du hast viel riskiert und hättest Ruhm, Reichtum, Ehre gewinnen können, aber somit einfach den Ausgleich kassiert. Aber ich glaube, an diesem letzten Spieltag wäre es schon ganz, ganz schwierig, mich zu schlagen gewesen. Nee, eben, da war kein Kraut gegen dich gewachsen. Aber witzig, kurz am Rand muss ich es natürlich sagen, ich habe trotz meiner 8 Unentschieden, die ich getippt habe, und einem Bayern-Sieg, habe ich 3 richtige gehabt. Und damit immerhin noch einen richtigen mehr als Maverick Berlin. Das muss leider sein, sorry. Weil er sich immer also meint, wir wollen Promo auf seine Kosten, aber er ist halt einfach echt schlecht. Aber schauen wir mal, was wir diesen Spieltag zerreißen, ob wir es besser machen als er dieses Mal. Beziehungsweise wer denn jetzt in Führung geht, nachdem du jetzt zum 3:3 ausgeglichen hast, lege ich mal vor mit dem Spiel Wolfsburg gegen Augsburg am Freitagabend. Ja, Wolfsburg, du hast gesagt, die gewinnen und sie haben gewonnen. Auswärts 2:0 gegen Freiburg hätte man machen können. Augsburg selber etwas, ja, Mai gegen Bayern zu Hause. 4:1 verloren nach 1:0 Führung, da dachte man schon, oh, da könnte es eine Überraschung geben, war dann natürlich nicht so. In diesem Spiel also eher, ja, die Mannschaft, die verloren hat, gegen die Mannschaft, die gewonnen hat. Aber Augsburg wird nicht zum zweiten Mal in Folge verlieren und das Spiel ist an einem Freitagabend. Leute, die öfter schauen, die werden wissen, was jetzt kommt. Ein glasklares 1:1 ist das nämlich hier. Ja, ich habe schon mich gewundert, warum du so viel drumherum redest, weil die Kreativität ist dir an einem Freitagabendspiel wirklich nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin auch sehr, sehr unkreativ, denn immer wenn der schöne Bruno spielt, gehe ich automatisch auf Sieg Bruno Labbadia. Und auch diesmal bin ich fest davon überzeugt, wenn du nochmal ein bisschen runterscrollst, wir sehen hier, er ist jetzt auf Platz 15 mit wie viel Punkten? 29 und mit 32, da werden sie wahrscheinlich die Freiburger überholen. Das würde Labbadia gut tun. Ich kann mir, auch wenn ich es mir wahrscheinlich wirklich wünschen würde, nicht Wolfsburg in der zweiten Liga vorstellen. Also 2:0 gewinnt der VfL Wolfsburg. Und ich finde das übrigens auch persönlich gar nicht so unschade, wenn eine Mannschaft auf dem Relegationsplatz ist, die auch nicht in Anführungsstrichen zu 100% gegen Zweitligisten gewinnen würde. Und das wäre bei Wolfsburg der Fall. Mhm. Das ist dann. Ja, aber bisher gewinnen ja immer die Bundesligisten, die auf dem Relegationsplatz sind. In den meisten Fällen, ich glaube einmal gab es eine Ausnahme erst und so. Aber gut, so weit sind wir ja noch nicht. Da sind noch ein paar Spieltage zu absolvieren. Das nächste Spiel, Hoffenheim gegen Hamburg. Du hast, glaube ich, auch auf Hamburg gesetzt am letzten Spieltag. Gelingt Ihnen auch in Hoffenheim eine Überraschung? Also, ich skizziere wieder einmal den Tietz-Effekt. Er kam gegen Berlin, hat eine Halbzeit gewonnen, 0 Punkte. Hat dann auswärts in Stuttgart 1 Punkt geholt. Hat dann 3 Punkte gegen Schalke geholt. Dann holt er jetzt 5, oder? Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass er weder eine Halbzeit gewinnt, noch einen Punkt holt. Also geht das Spiel 3:0 für Hoffenheim aus. Okay. Und ich glaube, das deshalb auch, weil in Hamburg jetzt eine Euphorie entfacht ist, aber Hoffenheim weiß, wie sie mit angeschlagenen Geißböcken umzugehen hat, dann also auch gegen unter Druck stehende Hamburger. Die werden früh ein Tor schießen und dadurch Hamburg so verunsichern, dass es eben 3:0 relativ easy für Hoffenheim endet.
Die Argumentationskette hat nicht so wirklich Sinn gemacht wegen dem Tease-Effekt, aber vom Ergebnis her kann ich dir eigentlich beipflichten. Die haben gegen Frankfurt natürlich 1-1 gespielt, habe ich ja gesagt, unentschieden. Aber davor gegen Köln überragend gespielt. Und Frankfurt ist natürlich immer noch eine andere Hausnummer, auch wenn einer geschrieben hat auf Facebook oder YouTube, wie kann man in so einer Situation gegen den HSV spielen? Das mag vielleicht sein, denn angeschlagene Dinosaurier sind die gefährlichsten, aber trotzdem denke ich nicht, dass der HSV in Hoffenheim was holen kann. Deswegen denke ich auf jeden Fall, hier fallen viele Tore, wie du auch gesagt hast. Ich denke, Hamburg könnte treffen, wobei es mir zu heikel ist, da auf beide Treffen zu setzen. Aber hier auf mehr als 2,5 Tore sollte es sowohl drin sein, wenn Hoffenheim alleine das Spiel macht, als auch wenn Hamburg vielleicht ein bisschen mitspielt. Das halte ich mal für die Wetten fest. Weil wir suchen ja auch mit unserer Tipforce immer die besten Bundesliga-Tipps, haben übrigens am letzten Wochenende die Vierer-Kombi gewonnen. Und von daher läuft bei uns. Und ja, deswegen nehme ich es relativ sportlich, wenn ich im Tippduell gegen dich verloren habe. Aber gut. Ja. Sonst wäre es natürlich anders. Wenn es da auch schlecht laufen würde, dann wäre ich ungefähr so sportlich Wie der wie Oliver Kahn. Lauftrainer Guardiola. Ja. Nächstes Gut. Spiel. Was kommt noch Noch für ein ungefähr Spiel? Oh ja, Leverkusen, Frankfurt. Uiuiui. Leverkusen 4-1 gewonnen in Leipzig. Puh, wer das getippt hätte, Respekt, aber wahrscheinlich auch nur irgendwie, dann kann der sich nicht gut mit Fußball auskennen. Manchmal passieren einfach Ergebnisse, die haben nichts mit der Realität zu tun und das war sowas in meinen Augen. Klar ist Leverkusen offensiv stark und zum Glück habe ich da beide Treffen getippt. Frankfurt hingegen, ja, das 1-1 gegen Hoffenheim und jetzt wieder auswärts. Die sind schwer zu knacken. Kovac wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Bayern-Trainer. Die Quote auf den ist bei 1,5, wenn man darauf wettet, wer Bayern-Trainer wird, ist damit Top-Favorit. Spielt natürlich alles keine Rolle, aber ich kann es ja sagen, das Spiel geht auch nur unentschieden aus. Aber 1 zu Ich glaube, 1. Also ich will jetzt nicht meine Taktik vom letzten Mal durchziehen, aber in diesem Fall fehlen mir für beide Mannschaften irgendwie die Argumente. Klar könnte man sagen, Leverkusen zu Hause, aber dafür mag ich sie zu wenig und denke auch, dass sie auch nicht nochmal so einen raushauen. genau, und ich wiederhole mich ja auch immer Woche zu Woche ganz gerne. Frankfurt ist overrated. Frankfurt wird die Saison nicht international abschließen, beziehungsweise für die nächste Saison im internationalen Geschäft landen. Von daher ist es doch ganz praktisch, wenn dann Leverkusen in diesem Spiel 3 zu 1 gewinnt. Aber was jetzt natürlich fies war, diese Information hattest du jetzt nicht. Wenn du deinen Tipp auch nochmal in den Unentschieden ändern willst, kannst du das natürlich machen. Schau mal her. Leverkusen in der Heimtabelle 10. mit 23 Punkten, 22 zu 15 Toren. Frankfurt auswärts mit 21 Punkten, 17 zu 17 Tore. Also die sind beide auf dem gleichen Niveau. Heim, auswärts. Von daher was anderes als ein Unentschieden. Wenn man 14 Spiele, 17 Tore hat wie Hamburg und 14 Spiele, 22 Tore wie Leverkusen, dann gibt es vielleicht ein 2-1 für Leverkusen im schlimmsten Fall, aber normalerweise ein Unentschieden. Ist insofern interessant, weil man hat eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass Frankfurt vor allem auswärts so eine torstarke Mannschaft ist. Hier definitiv both to score. Könnte eine Bank sein, wenn da nicht das letzte Heimspiel von Bayer Leverkusen gewählt wäre, das einfach mal 0-0 gegen Augsburg ausgegangen ist. Ja, Leverkusen, schwierig, 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 die einzuschätzen. Ja, wunderherrlich südlich. Ehrlich. Dann darfst du Hertha gegen Hertha Köln. BSC Berlin gegen den ersten FC Köln. Die Quoten jetzt nicht wirklich überragend hoch auf die Hertha. Das liegt natürlich auch daran, wie die letzten Wochen immer aufgetreten sind. Köln, ja, was haben die denn beim letzten Spieltag zerrissen? 1-1 gegen Mainz.
beim 6-Punkte-Spiel hätten sie gewinnen müssen, ja. Ja, also hier tue ich mir einfach schwer. Für mich ist das wieder das klassische 0-0. Langweilig. Ich würde es ja Köln wirklich gönnen, dass der Knoten nochmal offensiv platzt. Aber eine Berliner Mannschaft ist dafür auch gut defensiv eingestellt. Das geht 0-0 aus und tschüss. Guter Tipp, wo ich mir mit dir einig bin, dass da bestimmt unter minus 2,5 Tore fallen. Denn Köln und Berlin in letzter Zeit, ja, das riecht doch einfach nach wenig Toren. Aber da ich nicht auch 0-0 tippen will und auch nicht denke, dass das unentschieden ausgeht, denke ich, dass Hertha nach langer Durststrecke irgendwie dreckig den Ball über die Linie äumeln wird und dann dieses Spiel gewinnen wird. Und dann hätte Hertha 39 Punkte, wo auch jeder sagt, warum, wie, aber egal. Also und Köln ist dann weg, ciao, brauchen wir nicht mehr hoffen, weil ehrlich gesagt haben sie ja auch den letzten Kritik verspielt, dass sie ja gegen Hoffenheim so abgeschossen wurden und sich am letzten Spieltag gegen 10 Mainzer nicht durchsetzen konnten. Mir gefällt dein Tipp wirklich gut. Einfach, wenn ich jetzt sagen würde, das hier ist ein Spiel, wo es ums die sogenannte Eier-Abwette, da würde ich auch dann sagen, Berlin gewinnt, aber ein bisschen Hoffnung schwingt bei mir immer mit. Erstens, dass Berlin doch noch irgendwie absteigt und zweitens, dass Köln einfach nochmal rankommt an den Relegationsplatz. Wäre schon cool. Ja, klar, alle, für die ganze Liga, für die Spannung, dass man halt da wirklich dann nochmal coolen Abstiegskampf erlebt, wenn die Meisterschaft schon immer so eine langweilige Geschichte ist. Dann kommen wir zum Spiel Hannover gegen Stuttgart oder in Stuttgart besser gesagt. Die beiden Aufsteiger im Duell. Beide mit einer sehr beachtlichen Saison. Hannover am Anfang stark, dann in letzter Zeit etwas schwächer und Stuttgart, seitdem da Taifun Korkut wirbelt, auf dem absoluten Siegestrip. Aber natürlich in Dortmund hat es dann auch nicht gereicht für Korkut und Co. Zu Hause ist Stuttgart natürlich bärenstark. Hannover überraschenderweise gegen Bremen gewonnen. So eine Überraschung werden sie in Stuttgart nicht hinlegen. Das ist wieder ein Spiel, da würde ich fast schon wieder unentschieden tippen. Was sollen die sich auch wehtun? Aber Stuttgart ist zu Hause einfach um Längen besser als Hannover auswärts. Deswegen denke ich, hier gibt es auch ein 1-0 für die Stuttgarter. Taifun Korkut ist wieder dabei, was er am besten kann, verlieren. Er war ja auch Trainer bei Hannover. Ich glaube, einer der traurigsten oder schlechtesten Trainer, die Hannover in den letzten Jahren hatte. Harnik auf der Seite von 96. Oder spielt jetzt Stuttgart? Verdammt. Harnik. Er spielt schon längst bei Hannover, aber der ist auch kein Stammspieler. Ich weiß nicht, wie du jetzt auf den kommst. Ja, weil der bei beiden Teams schon gespielt hat. Ach so. Genauso wie Korkut auch bei beiden Teams gespielt hat. Also, was ich sagen möchte, ganz kurze Vorhersage in die Zukunft. Der Taifun wird jetzt ein bisschen gefeiert, auch zu Recht, denn er hat mehr oder weniger das Unmögliche geschafft und Stuttgart jetzt so weit nach oben gebracht. Der wird bestimmt seinen 2-Jahres-Vertrag bekommen. Und dann nach dem 8., 9. Spieltag gefeuert werden. Und der startet nämlich jetzt schon mit der negativen Niederlagenserie. Es geht 1-2 aus. Hannover damit gerettet. Stuttgart eh schon gerettet. Hannover mit dem Sieg gegen eine überragende Werder-Mannschaft. Vielleicht nicht letzte Woche, aber in den letzten Wochen. Genügend Selbstbewusstsein und André Breitenreiter fragt einfach seine Spieler. Du, was hat denn der Taifun eigentlich trainiert? Die sagen ihm das und das und das. Und das wird er nutzen, um die richtige Taktik zu finden. Und tschüss. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil es so schön war. Und wenn du vielleicht so schön weitermachen könntest mit dem Spiel deiner Bayern gegen Gladbach. Meiner Bayern, die ich natürlich einfach mal überhaupt nicht mag. Jetzt sind sie schon Meister geworden und ich denke mal, dass sie es auch beflügelt, dass sie jetzt im Champions League Halbfinale sind. Und das werden sie nutzen, um gegen Gladbach zu gewinnen. Bisschen was für die Show. Ein schönes 4-1 für den FC Bayern München. What? 4-1. Hier sehen wir gerade noch den Live-Stand 0-0. Nein! Also ist noch nicht sicher, dass Bayern hier wirklich ins Halbfinale kommt. Ich weiß, ich bin ja sogar für Sevilla. Was? Aber wieso? Warum?
weil da. Bist du Spanier oder was? Da hat doch Odonkor gespielt. Wohnst du in Südspanien oder wohnst du in Süddeutschland? Weil wie kannst du dafür eine nicht deutsche Mannschaft sein in der Champions League? Ja, wahrscheinlich spielen in Sevilla mehr Deutsche als bei Bayern München. Ist ja egal, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe keine Argumentation dagegen. Ich mag das Spiel war 4-1 für Bayern oder was? Ja, weil ich muss zeigen, dass ich ja Ahnung von Fußball habe. Ja, Hinspiel, weiße, Bayern, Gladbach, eins hier. Der Teams, zwei, wo Bayern verloren hat. Eins ja. Für eins von drei Niederlagen haben die Bayern kassiert. Die anderen zwei waren gegen Hoffenheim, Marc Uth, Doppelpack und das dritte ja. War Leipzig, glaube ich, oder? 2-1, ja. Korrekt. Naja, und Gladbach, Mai, du redest sie jetzt zu Recht schlecht. Ich meine, die haben, wenn du sagst, Korkut macht das, was er am besten kann, verlieren. Dieter Hecking ist ja für mich auch so ein rotes Tuch, aber der ist eigentlich kein schlechter Trainer. Was hat der denn für eine Quote für Bayern München? Hecking? Ja, Dieter Hecking. So. Da können sie auch ein Lucien Favre nehmen. Ja, da sind einige Verrückte drauf auf der Liste, wo man sich denkt, what? Aber gut. Schwierig, also da bei Bayern gewinnt das ziemlich sicher, aber jetzt auch nicht unbedingt hoch. Würde sagen, beide treffen hier in dem Spiel. Warum sollte Gladbach nicht in München ein Tor schießen? Hast du ja auch getippt, 4-1. Dann schauen wir mal, was noch so geht. Ich lege vor, beim Spiel Schalke gegen Dortmund. Uhu, da war doch was. Ich habe dieses Spiel live am Live-Ticker verfolgt und habe gerade 25 Euro auf Schalke schießt das nächste Tor gesetzt beim Spielstand von 0-4 und dann hat Schalke ein Tor geschossen, aber das wurde nicht gegeben und dann kurz darauf haben sie aber dann ein Tor geschossen und wie jeder weiß ist das Spiel 4-4 ausgegangen. Schalke deswegen absolut natürlich moralisch hier Oberwasser gegen Dortmund, auch wenn die jetzt gegen Stuttgart gewonnen haben, denke ich, Schalke wird dieses Heimspiel dieses Mal gewinnen, auch wenn sie gegen Hamburg verloren haben. Die müssen wieder was gut machen und wieder in die Spur kommen. Dass sie es drauf haben, haben sie ja dann zuvor schon gezeigt. Deswegen hier ein 2-1 für Schalke. Ja, also ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an das 4-0 erinnern. Vor allem, ich meine, dass ich mir da echt einfach mal überlegt hatte, auf Cash-Out zu drücken, weil es eh schon wurscht ist. Hab's aber dann nicht gemacht und dann steht's halt irgendwann auf einmal unentschieden. Jetzt ist es so, wenn Dortmund dieses Spiel verliert, dann war es einfach eine Katastrophensaison. Die können sich's nicht leisten. Und die haben jetzt eine echt gute Möglichkeit mit einem kleinen Momentum. Das heißt, sie haben letzte Woche gegen Stuttgart gewonnen, Schalke hat verloren, in Schalke zu glänzen. Früher hätte ich gesagt, Dortmund geht ganz schnell 2-0 in Führung und bringt das Ding nach Hause. Dieses Jahr ist Dortmund einfach zu schwach dafür, aber ich sehe hier ein Unentschieden. Wieder ein torreiches. Vielleicht mal ein 5-5. Ein 2-2. Na, die müssten sich ja noch steigern, das wäre ja langweilig, wenn es jetzt nur die Hälfte ist vom letzten Mal. Score ist übrigens für mich auch hier mehr oder weniger safe, ja. Weil ich bin davon überzeugt, dass egal bei welchem Spielstand beide Mannschaften allein für ihre Fans wegen Derby-Charakter Vollgas auf Tor gehen werden. Und ja. Klar wird sich Schalke in der ersten Linie hinten reinstellen, aber das kannst du ja auch fast nicht leisten gegen Dortmund. Also 2-2. Ja. Denk auch, ja, dass beide treffen. Macht hier definitiv Sinn. Was haben wir noch hier mit Bremen gegen Leipzig? Bremen gegen Leipzig, jetzt geht es hier auch darum, kurz zu überlegen, was hat Bremen erreicht die letzten Wochen. Sie haben eine überragende Rückrunde gespielt. Sie sind eines der besten 5 Teams, seit dem Kohfeldt da ist. Jetzt haben sie einmal einen kleinen Dämpfer erlitten und Heimspiel gegen Leipzig. Aber Leipzig ist auch von der Niederlage jetzt gebeutelt. Es wird viel davon abhängen, was gegen Marseille passiert. Jetzt noch während wir dieses Video machen, beziehungsweise das ist ja noch in der Zukunft jetzt.
Bei dem Spiel tue ich mir echt schwer. Ich würde fast auf wieder ein 2:2 gehen und das werde ich auch machen. Einfach, weil ich glaube, dass Leipzig mit dieser Doppelbelastung jetzt gerade nicht zurechtkommt. Wie wir sehen, hier hat Bremen zu Hause die letzten 5 Spiele, die hier zu sehen sind, zumindest nicht verloren. Und unter Kofeld, glaube ich, noch gar kein Heimspiel in der Bundesliga verloren. Ist natürlich immer irgendwann das erste Mal. Und klar, Leipzig ist eine starke Mannschaft. Können die an der Weser gewinnen, nachdem sie jetzt hier zu Hause schon gegen Leverkusen nicht gewonnen haben? Aber da ist da auch viel umgekehrte Psychologie da. Bei, das habe ich von dir gelernt, weil du ja sagst, wenn in der NBA eine Mannschaft haushoch verliert, dann kriegen die so einen Einlauf, dass sie sowas nicht nochmal machen. Und ja, sieht man ja auch bei Dortmund, die verlieren 6-0 in München, gewinnen dann 3-0 gegen Stuttgart, wo jeder auch gesagt hätte, oh, die Dortmunder sind angenockt. Und Ähnliches erwarte ich jetzt auch von Leipzig, dass die eine Reaktion zeigen müssen, wenn man auf die Tabelle schaut, denn als Vizemeister jetzt hier nur noch Sechster zu sein und um quasi mit Hoffenheim sogar noch um den letzten verbleibenden Arschliga-Platz zu konkurrieren, wo eh keiner rein will, aber es ist ja auch noch die Champions League möglich. Also Leipzig muss gewinnen, seien wir uns ehrlich, auch gegen Bremen. Und warum sollte Bremen nicht mal verlieren? Vor allem Leipzig hat auch Bayern München schon geschlagen, also werden die auch in Bremen gewinnen. Auch ein Spiel, wo ich sage, da kann man drauf gehen, dass mehr als 2,5 Tore fallen und dass auch beide treffen, denn dass Bremen zu Hause ein Tor schießt, das scheint ja aufgrund der Stärke zuletzt so gut wie sicher zu sein. Und dass Leipzig Tore schießt, das weiß man auch nicht erst seit vorgestern. Finde ich sehr gut. Also wie gesagt, leider auch als Bremen-Fan würde ich eher auf Leipzig tendieren, aber mache ich halt nicht wegen der Euro-Arsch-League. Das stimmt. Aber gerade weil sie ja jetzt, wenn ich Ralf Hasenhüttl wäre, würde ich sagen, jetzt Jungs, schaut euch, oh, jetzt müssen wir schon wieder dieses Drecks Marseille, da möchte sie doch nächste so Nummer hin, ich sicher nicht. Entweder ihr gewinnt jetzt gegen Bremen, dass wir nie wieder in dieser schwulen Euroleague rumtingeln müssen, oder ich gehe zum FC Bayern, das habt ihr dann davor. Und dann sagen die, na bitte Ralf, bitte, wir strengen uns an und dann gewinnen die gegen Bremen. Was ist die Quote vom Hasenhüttl? Bei Bayern? Ja. Ich glaube so 3 oder so. Also der ist noch unter den Top 5. Joachim Löw ist, glaube ich, auch noch dabei. Also ich habe da mal nachgeschaut. Bei Betway kann man das, glaube ich, wetten. Aber ich habe eigentlich nur, war nur erstaunt, schockiert jetzt nicht, als ich gesehen habe, dass Kovac halt einfach Top-Favorit mit 1,45 ist. Das hätte ich zwar jetzt nicht, also ich finde das jetzt nicht so überraschend, aber dass er halt so krasser Top-Favorit ist, dass das ja schon fast in Stein gemeißelt ist, das hätte ich jetzt eben nicht erwartet. Verrückt. Ja, dann darfst du noch den Schluss machen mit dem Spiel am Montag mit Mainz gegen Freiburg. Da waren doch noch 2 Mannschaften, die man leicht vergessen hätte können. Ja, ein Spiel, wo alles möglich ist. Und wenn wir auf der Tabelle in die Tabelle mal ganz kurz schauen, da haben wir dann die Freiburger mit 30 Punkten und Mainz, die, obwohl sie eigentlich seit Monaten gefühlt katastrophal spielen, können sie jetzt mit einem Sieg an Freiburg anklopfen oder sogar vorbeiziehen, je nach Torverhältnis. Das ist schon ein bisschen überraschend und auch schade, wenn man überlegt, wie gut Freiburg eigentlich sich bisher verkauft hat. Ich will Freiburg und Streich weiter in der ersten Liga sehen. Ich glaube allerdings, dass Mainz nicht so schlecht ist, dass die jetzt seit 10 oder was weiß ich wie viele Spielen nicht mehr gewonnen haben. Und Freiburg holt sich den Ligaverbleib, aber muss noch zittern und verliert in Mainz. Mainz-Freiburg 2:0. Boah, das finde ich jetzt mal einen überraschenden Tipp. Aber ich sehe da irgendwie keinen, der hier dieses Spiel gewinnen kann. Wenn man sich das hier anschaut, wir haben beide hier seit Mainz seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen und Freiburg ebenfalls seit 6 Spielen mindestens nicht mehr gewonnen. Auswärts sowieso eine Katastrophe, die Freiburger. Da kannst du dich natürlich über irgendwelche Aktionen auf Schalke aufregen, Joachim.
oder Christian Joachim Streich war der von der DDR, der gegen Deutschland damals, glaube ich, das Tor geschossen hat. Oder nee, das war Sparwasser. Jetzt komme ich in Schmarrn rein. Streich war jedenfalls DDR-Nationalspieler, Rekordnationalspieler. Egal, jedenfalls sehe ich hier zum Abschluss auch nochmal ein langweiliges 0:0. Und hier bin ich mir auch relativ sicher, dass unter 2,5 Tore fallen. Das glaube ich auch, weil Freiburg wird auf keinen Fall versuchen, es Mainz leicht zu machen, aber ich glaube, dass sie halt am Ende aufmachen werden, deshalb 2-0. Also natürlich würde ich auch in diesem Fall sehr dankbar sein, wenn du diesen Tipp gewinnst, weil Freiburg over Mainz. Ja, das stimmt natürlich. Ich bin natürlich auch großer Freiburg-Sympathisant, aber hier muss man die Emotion mal außen vor lassen, finde ich. Gut, das sind unsere Tipps zum 30. Bundesliga-Spieltag. Schreibt eure Tipps in die Kommentare und macht mit bei der Bundesliga-Tippforce. Da gibt es jetzt dann auch noch gleich ein extra Video. Da brauchen wir 4 Tipps aus der Fußball-Bundesliga, egal ob Sieg, Unentschieden, Niederlage oder beide Treffen, mehr als 2,5 Tore oder so ähnlich. Jedenfalls mit einer Mindestquote von 1,5. Das wird dann kombiniert und dann gewinnen wir wieder die 100-Euro-Wette. Darauf. Ganz genau, bei Elisabeth. Genau, dann. Aktiven Bundesliga-Quoten und interessanten Promotion-Aktionen wie einer wöchentlichen Live-Gratis-Wette. Bei Elisabeth hast du keine Wettgebühr und somit mehr Gewinn bei noch dazu sehr guten Quoten. Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe.